Hallo, mein Name ist Luca, herzlich willkommen hier heute zu einem neuen Video. Ihr seht schon, ich sitze hier nicht alleine, meine Damen und Herren, sondern mit einem Gast, den ich so noch nie auf meinem Kanal hatte. Das stimmt. Das Crispy Rob, meine Damen und Herren. Krass, Alter, was für eine Ehre, Alter. Wir haben uns hier heute versammelt, weil Falco... Yo! Den könnt ihr gerade nicht sehen, der ist hinter der Kamera. Ich hab ihn nicht. Das, Falco. Auf jeden Fall haben wir uns hier versammelt, weil Falco sich ein paar YouTube-Fragen, beziehungsweise nicht nur YouTube, sondern auch so Instagram und so Twitter-Fragen über YouTube auf jeden Fall rausgesucht hat. Und wir beide müssen dann schätzen. Also ja. Er stellt uns die Fragen und wir müssen schätzen. Schätzen ist schon mal gar nicht so cool. Ich bin, glaube ich, echt schlecht im Schätzen. Ich bin noch viel schlechter im Schätzen. Auf jeden Fall müssen wir halt so Sachen schätzen, wie beispielsweise, wie viele Dislikes hat das Video, wie viele Aufrufe hat das Video und so weiter und so fort. Und ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an. Achso, der am weitesten weg ist, kriegt eine Backpfeife. Wie viele Likes hatte Crispy Robs letztes Video? Letztes Video ist jetzt der Bibis Beauty Palace. Ja, genau. Ey, das ist unfair. Das ist dein Video, ich Mann. Ich bin mir nicht mal sicher. Ich habe so eine Vermutung. Oder ist es so völliger Schwachsinn? Digga, wenn du falsch liegst, ist das schon hart traurig. Ja, hast du eine Zahl im Kopf? Ja, habe ich. 3, 2, 1. 30.000. Nein. Ich habe 30.000 gesagt, er hat 43.000. Boah, 43.000 ist viel zu viel. Nein, ich bekomme safe. Boah, nein. Guck mal, der hat so bei mir reagiert, das heißt schon nichts Gutes so. Boah, Alter, diese. Ich habe so Angst. Ist Franco jetzt bald. Ich Alter. Boah. Ey, ich hatte so Angst. Ich hatte Angst um meine Augen waren so. Ja, ich auch die ganze Zeit. Ich hasse das, wenn du so die Augen zuhörst. Du weißt nicht, was passiert. Und die Lösung ist 42.543. Ja, oh, nee, kann krass. Man nicht dran sein, krass, Alter. Krass. Wie viele Likes hat Bibis Musikvideo Bap, Wap, Wap, Bap, Bap. Genau so heißt das. Dislikes ist einfach, weil es über 1 Million ist. Ja. Aber wie viele Likes hat das Ding denn dann? Ich habe keine Ahnung, wie viele Likes es hat. Alter. Ich glaube, man darf das nicht unterschätzen. Da sind immer noch viele Leute, die das irgendwie... 3, 2, 1. 1 Million. Scheiße, nein, du hast recht. Der hat schon wieder mich anguckt, so. Ich spür's jetzt schon wieder, die Backpfeife. 1 Million ist viel, aber es kann auch sein, dass es 1 Million Likes sind. Okay. Wie viele Dislikes hat das? Über 1 Million auf jeden Fall. Fuck, es hat safe nicht 1 Million Likes. Nein. Weißt du, der Balken ist so, das ist so Likes. Also, fuck, ja, Falco, komm, hau mich, Alter. Nein, ich sag 1 Million, nein. Es könnte ja auch sein, dass es die Mitte ist. Genau das, das denke ich halt auch. Ja. Alter. Okay, jetzt mach mal. Zieh runter, Bro. Ah! Ja! Boah, Alter! Er sagt so vorher, ich kann überhaupt nicht schätzen. Bisher krieg nur ich auf die Fresse. Ich bin, glaub ich, echt schlecht im Schätzen. Freunde, ja. Bisschen Rob, ey. Lass dir Zeit, Franco. Wie viele Aufrufe hat Julian Bams beliebtes Video? Welches ist das? Es ist auf jeden Fall Everyday Saturday. Wie viele Aufrufe hat das? 17 Millionen oder irgendwie so? Wie viele Aufrufe hast du Aufrufe? Gehabt? Wie viel? Ach, okay. 3, 2, 1. 23 Millionen. 17 Millionen. 23 Millionen ja. Und 17 Millionen. Ich weiß, ich glaube 23 ist wahrscheinlich zu viel. Ich hoffe, das ist wieder zurückgegangen mit den Klicks. Aber es könnte auch so ein knappes Ding werden. Das ist wieder, Alter, so ein Hälfte-Hälfte-Ding. Ich spüre schon wieder meine linke Wange jetzt, ne? Hä? Er hat 70 also, gesagt, ja. Nein, habe ich nicht. Ich habe 23. Okay, hau mich. Ich darf mich nicht drauf verlassen. Oh Mann, okay. War schon wieder! Alter, der war so laut, Alter! Alter, ich nehme das nie wieder mit Rob auf, Alter. Das kann ich echt nicht klar. Wie viel Aufrufe hat es? Wahrscheinlich genau 23 Millionen. 21 Millionen. Okay, das war nicht so weit daneben. Wie viele Aufrufe hat Luca Concrafter ältestes Video? Ich hab da sogar vor ein paar Monaten noch drauf reagiert, aber ich weiß nicht mehr genau, wie viele Aufrufe das waren. Wenn ich das jetzt auch noch verkacke, Alter, dann gebe ich mir selber noch eine Backpfeife. Meistens ist es so, dass die Videos am Anfang weniger Views haben und dann irgendwie... Ja, ja, klar. Aber das erste Video hat meistens stimmt, schon so, ja. Vielleicht verwirre ich dich gerade auch. 3, 2, 1. 500.000. Ja, es ist nicht über 1 Million. Oder ich bin voll am Arsch jetzt gerade. Ah, komm, Franco, gib mir die Backpfeife. Ja, wenn er mich jetzt boxt, ne, dann bin ich so am Arsch. Boah, Mann. Nein. Wie viel Aufrufe hat das? Du hast gesagt für 500.000. Ja. Passt in 1 Million. Digga, ich war.
sofort, chill ab sofort. Ich hab grad, mich gerade schon so richtig gefreut, so ja, Mann. Und dann krieg ich trotzdem eine Papa. Ich war schon auch voll locker dabei, ich so, ja komm, easy, dann in der Runde. Ich hab's leider im Video vergessen mit der zweiten Backpfeife, weil ich so dumm bin und nicht mal weiß, wie viele Aufrufe mein eigenes erstes Video hat, deswegen... Wer folgt mehr Leute auf Twitter zwischen Kiko und Bao? Und wie viel ist der Unterschied? Also man nimmt quasi Leute, die den Kiko folgt und den Bao folgt und dann der Unterschied. Alter, das ist eine übelst komplizierte Frage, Mann. Ja, Mann. Deine Mission war nicht so kompliziert. Also theoretisch, wenn Kiko 500 folgen würde und Bao 100, dann würde man quasi 400 sagen. Ja, genau. Theoretisch. Genau. Okay, gut. Ja, ich habe die Zahl. Ich würde nur raten jetzt. Ja. 3, 2, 1. 311. So, fuck, ich wollte 200 sagen. 200? Ich hab 200, meine ich, ja. Du lachst schon wieder so locker, krieg ich wieder eine Backpfeife. Ja! Scheiße! Endlich! Die Gewinnerin habe ich so sehr gehofft, dass ich es noch schaffe. Wenn ich wieder eine abbekommen hätte, ne, ich wäre nicht mehr auf mein Leben klargekommen. 60, Alter. Ja, ich wusste es. 60. Wer hat mehr Abos auf Instagram zwischen Annika, Jimmy, Marius und Vince? Und wie viel hat er oder sie? Ju Crew. Außer Ju. Mhm. Wer von denen hat die meisten Abos auf Instagram? Ah, fuck, das werde ich safe nicht hinkriegen. Ich glaube, ich weiß, wer die meisten hat, aber ich weiß nicht, wie viele es sind. Ich kann es auch nur schätzen, wie viele sind. Okay, ja, komm, lass uns probieren. Ja, aber was sagen wir jetzt bei 3, 2, 1? Sagen wir jetzt den Namen und die Anzahl oder wie? Genau. Okay, gut. Ja. 3, 2, 1. Vince, 500.000. 500.000. Wow. Warte, wie viel? Vince hat weniger als ich, da bin ich mir sicher. Ehrlich? Ich glaube schon. Warte, wie viel habt ihr gesagt? 200.000. Ich habe 500.000 gesagt. Oh, Junge, der hat vor mein Kinn geboxt, Alter! Erstmal ein Uppercut-Kassier. Gibt's noch eine Frage? Ja. Oh, fuck, also ich werde wahrscheinlich nochmal geboxt jetzt. Ihr habt bei der Vincent gesagt, es ist richtig, es ist Vince und er hatte 331.000. Ah, du warst 130 daneben, ich war 170 daneben, ja, so in etwa. Und wie viele Likes hatte das letzte Instagram-Foto von Mimi? Oh. Alter. Ich folge Mimi nur auf Twitter, nicht auf Instagram. Ich folge ihn auf Instagram. Mann, Alter, ich habe immer noch Arschkarten hier. 2000 Jahre später. Ja, okay, ich habe eine Zahl. Okay. 3, 2, 1. 6000. Das ist ich weiß halt nicht, wie oft der hochlädt, wenn er jetzt gerade ein neues Bild hochgeladen hat. Ja, er lädt viele Zeichnungen hoch. Aber überleg mal, der hat jetzt vor 10 Minuten was hochgeladen. Dann bin ich halt safe näher dran. Das stimmt. Aber ihr guckt mich schon wieder so an, Alter. 9000, 6000. Oh, das ist ein spannendes Battle, Freunde. Das ist für dich so ein entspanntes Video. Du kannst einfach so chillen und raten. Ich krieg's voll auf die Fresse. 14.000. Ah. Ich habe so gehofft, dass der jetzt gerade was hochgeladen hat, dass du deswegen die Frage genommen hast. Das war echt eine gute Strategie. Wie viele Retweets hat Stefan Gehrigs letzter Tweet? Locker war das so ein Tweet, so Retweet if you love me. Und dann hat er so 50.000 oder so. Ich folge ihm, ich weiß halt aber nicht, wie oft er was tweetet und wie viele Retweets das immer sind. Aber okay, ich habe auch eine Zahl. Gut, ja. 3, 2, 1. 200. Naja, komm, gib mir die Backpfeife, Alter. Okay, komm. Fickt euch, ihr beiden habt euch locker abgesprochen. Nein, safe, das ist gerade irgend so ein Prank. So, er hat dir die ganzen Lösungen gegeben. Das wäre so geil gewesen. Das wäre so heftig, wenn ihr jetzt irgendwo eine Kamera ist und ihr tötet. Guck mal, da ist sogar eine Kamera. Aber das ist meine Webcam. Oh, geil, Alter. Ich feier das. Wie war's? Junge, was war ein Video? Wie viele neuen Abos hat Cheng Löw vor 3 Tagen gemacht? Also wir nehmen das Video gerade auf am Sonntag. Das neue heißt, Abos? Wie viele neue Abos er am 20. Juli gemacht hat. Am 21. Juli. Ich bin überhaupt nicht drin bei seinen Statistiken gerade. Du natürlich wieder. 3, 2, 1. 2000. Komm, box mich. Nein, oh, wie ist das, Alter? Ich hab's wieder gemerkt. Augen zu! Ja! Augen zu! Oh, okay. Okay. Oh, für eine Sekunde dachte ich doch, okay. Als er gerade gesagt hat, Augen zu, ich dachte, ich hab die Augen schon zu, dachte ich, er meint dich, die Backpfeife geben will. Wie viel hat er gemacht? 93. Drei?
Du machst so, weißt du, jeder normale Mensch würde so denken, du nimmst so große Zahlen und bla und du nimmst nur kleine Zahlen, das macht so. Ich dachte so, der hat jetzt irgendwas Krankes hochgeladen und hat so 4000 Abonnenten oder irgendwie sowas an einem Tag gemacht. Okay, wenn ich jetzt wieder eine Backpfeife kriege, ihr dürft meine ganzen Videos kommentieren mit Crispy Rob ist der einzige King. Boah, ja Mann, mach das. Okay. Julian Bam hat eine Playlist, die heißt Mein Leben. Die kenne ich gar nicht. Ja. Wie viele Kommentare hat das neueste Video in dieser Playlist? Also das neueste Video in der Playlist Mein Leben von Julian Bam, wie viele Kommentare das Video hat? Genau. Ich weiß nicht, wie viele Kommentare du einfach machst. Das wollte ich auch gerade sagen. Ich weiß nie, wie viele Kommentare darunter sind. Ich weiß, es kriegt halt immer Todesaufrufe und Likes und sowas alles, aber Kommentare kann ich gerade echt nicht so richtig einschätzen. Aber okay, ich glaube, ich habe eine Zahl. Ich glaube, ich weiß, was für ein Video das ist. Ich weiß, wie ich weiß nicht mal, was das für ein Video ist. Es müsste eigentlich das Video für seine Eltern sein. Da war ich sogar auch drin in dem Video für seine Eltern. Stimmt, ja, genau. 3, 2, 1. 15.000. Scheiße, 35.000 ist zu viel. Das sagst du die ganze Zeit, oder kriege ich die Backpfeife? Wenn ich jetzt die Backpfeife kriege, Freunde, dann wisst ihr, dass ihr alles kommentieren dürft mit Crispy Rob is the King. Wow, Alter! Wow. Digga, beste auf mein Leben, ich geh gleich eine Runde Lotto spielen, Alter! Checkt auf jeden Fall mal Robs Kanal ab. Ich weiß nicht, wann ich das Video hier gerade hochlade, weil ich gerade am Vorproduzieren bin. Aber die kamen so rum und ich dachte so, ey, ich habe auch noch eine coole Idee. So eine Challenge hier, irgendwie Falco stellt uns ein paar Fragen und der Verlierer kriegt immer eine Backpfeife. Ich dachte so, es geht so abwechselnd. Rob eine, ich eine, dies, das, bla bla. Letztendlich von 11 Fragen habe ich 10 Backpfeifen bekommen. Beschweren kann ich mich da normalerweise eher weniger. Okay, Freunde, das war's jetzt hier vom Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Robs Kanal ist... in der Videobeschreibung. In der Videobeschreibung verlinkt. Ihr wisst, was ihr kommentieren dürft. Roll the outro. Das war's jetzt hier vom Video. Das war's jetzt hier vom Video. Ihr könnt jetzt hier meinen Kanal abonnieren oder hier unten meinen Shop auschecken. Ihr findet hier zwei andere Videos. Und wenn ihr schon Abonnent seid, könnt ihr auf die Glocke klicken. Dann bekommt ihr Benachrichtigungen.